Das Land Hessen prescht vor mit einer direkten Förderung für den Ersterwerb von Wohneigentum. Ist das Hessengeld wirklich der große Wurf oder vielleicht doch nur ein Würfchen? Ich bin Collier Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestens Beraten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung. Ich habe für uns gelesen auf finanzen.hessen.de. Es gibt die neue Förderung seit 1.3.2024, wird zurückwirkend gewährt. Sie bekommen, wenn Sie eine Immobilie erwerben, und zwar zum ersten Mal, Sie dürfen vorher kein Immobilieneigentum besessen haben, auch nicht schon mal was gekauft oder verkauft haben und dann kaufen, sondern es muss wirklich der erste Erwerb sein, dann bekommen Sie für pro Erwachsener, maximal zwei Personen, 10.000 Euro und pro Kind 5.000 Euro, wäre für eine vierköpfige Familie bis zu 30.000 Euro Förderung. Die wird dann auf 10 Jahre gestreckt ausgezahlt, das heißt, wäre pro Jahr 3.000 Euro. Ja, wer bekommt die denn jetzt? Die ist angehängt an die Grunderwerbssteuer. In der Hessen ist sie 6%. Wenn wir das mal zurückrechnen, die vierköpfige Familie müsste also schon für 500.000 Euro eine Immobilie erwerben, um die volle Förderung zu bekommen. Nehmen wir uns jetzt mal ein Beispiel von der Baufamilie, die kauft für 100.000 Euro ein Grundstück und baut für 400.000 Euro. Ja, da gibt es nur 6.000 Euro Förderung, weil die Grunderwerbsteuer auf das 100.000 Euro Grundstück ist nur 6%, 6.000 Euro, kann sie also maximal 6.000 Euro Förderung bekommen, die dann schön verteilt auf 10 Jahre, jedes Jahr 600 Euro. Also ich würde mal sagen, es ist eher ein Würfchen, aber besser als nichts.